Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Chernobylite. Ich spreche es einfach mal Chernobylite aus. Ich habe schon mal gehört Chernobylite. Ich finde Chernobylite aber einfach cooler. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas zu der aktuellen Lage sagen soll, in der wir uns befinden. Allerdings halte ich mich da auch nicht für so befähigt, da wirklich irgendwelche großen Reden zu schwingen. Ich würde einfach nur sagen, verbleibt positiv, lasst euch in eurem Optimismus irgendwie nicht herunterziehen, zerrücken. Passt auf euch auf und auf eure Liebsten und ja, schützt euch und alle anderen. Ich habe das eben alles schon mal aufgenommen. Dann wollte ich meine Facecam per Druck ausstellen und dann ist die Anfangssequenz weggegangen. Also, deshalb steht da auch Continue. Ja, genau. Okay. wir drücken mal auf New Game, weil ich möchte gerne die Anfangssequenz sehen. Hier steht auch irgendwie Days to Play. Habe ich mir auch eben schon mal durchgelesen, als ich schon mal versucht hatte aufzunehmen. Je weniger Tage wir haben, desto schneller kommen wir zum Endplot. 15 Tage. Ich habe keine Ahnung, wie die Tageszyklen sind. Ich möchte es gerne auf 20 haben, weil ich eigentlich nicht zu schnell zum Endplot kommen möchte, weil ich eigentlich ein bisschen Survival haben möchte. So, ich würde deshalb einfach mal auf Start Game drücken und dann seht ihr halt während der Sequenz halt auch meine Fratze, weil geht nicht, sonst to start a new game. Ja. Okay. Tilly, Tilly, Wurm, so krügle, so skurrie, du, wo die Zaglam, ist du, jetzt jeft für ihn. Tilly, Tilly, Wurm, kretschit, not schnaja ptice, un uše probjes jeft du, dem komum ne spitze. Das geil, ey. Tatiana Amalieva, take you, Igor Kiminuk, as my wedded husband, and I promise you love, honor, and respect, to be faithful to you and not to forsake you until death do us part. Alter, ist das gut gemacht? What? Alter, habe ich ja überhaupt nicht mitgerechnet. Krasse Scheiße. Alter, nice, ey. Okay. Hey, Stalkers. After our first trip, for a few years we've been dreaming about taking you on a virtual tour. Achso, okay. Das geht jetzt wirklich an uns als Spieler. Die waren vor ein paar Jahren in Tschernobyl und dachten, komm, wir nehmen euch mal auf eine virtuelle Tour mit nach Tschernobyl. Seitdem wir das entwickelt haben, möchten wir den Spielern ein Teil liefern und durch halt das Feedback dieses Projekt finalisieren. Danke für die Kickstarter-Kampagne. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Report any opinions, bugs. Okay, ja. Ist einfach nur an den Spieler gerichtet. Конечная, парни. Дальше пешком. Okay, ab hier kann man nicht weiterfahren. Сомневаешься, Игорь? Не волнуйся, скоро будем дома. Okay, wir sind im Nu zurück, sagt er.
Mach dir keine Sorgen, wir sind im Nu zurück. Hab... Какой план, Игорь? Oh, ich habe keine Waffe. Найти пункт управления номер 5. Взломать систему АЗ-5, чтобы поднять стержни. Выманить оттуда солдат Нары и забрать Чернобыль. На 10 часов. Вертолет. Не высовывайтесь. Stay. Ja, okay. Alter. Ich fand auch ein bisschen doof, dass ich das nicht einstellen konnte, weil eigentlich steht da drin, dass es eine englische Sprachausgabe gibt, aber ich konnte sie nicht anklicken. Огонь отрезает нам путь назад, надо отступать. Давление в рукавах слишком низкое, быстро бегом на нижние этажи. Had to lower, what? Hey, Igor, возьми себя в руки. Сосредоточься. Ich bin sowas von Focus. Спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Что может пойти не так, а? Бойцы НАР могут пойти не так, Антон. Игорь, если все полетит к чертям, ты, главное, не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо, я же не солдат. Антон und Igor, das sind aber sehr plakative Namen, Alter. Wow. Muss gerade ein bisschen wie ein Affe laufen. Screenshots, ihr kennt mich. Screenshots. Screenishoddy. Screenishoddy. Ja, Räuberleiter, ne? Ладно, Игорь. Да, вот тебя. Danke. What? Be polite. SW ist Shoes. Achso, okay. Let him. Ja. Антон, мне не нравится такой раздолбайский подход к делу. О, Gott, ja. Хорошо, хорошо. Боже, чего ты такой серьезный? Wir kommen ja mit dem Räuberleiter, alter Stinker. Warum? Was ist denn jetzt los? Черт. Найди вход в канализацию. Встретимся What? Там. Проклятие. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Его еще проверяют, надо оцепить периметр. Так, вы двое. Хорош болтать. Будьте на чеку. Этот грузовик сам по себе не приехал. Кто-то в нем явно был. Оставайся в тени. Warte, warte. Stay in the shadows. Alter, hier ist Mondlicht. You need to navigate through environment. What? Stay in the shadows. Wir sind mitten im Mondlicht. Hier sind gar keine... Ja, Mondlicht gepaart mit Flutlicht. Ich bleib in den Schatten. Ja, sicher. Am Markt on your compass. Ja, wie komme ich auf meinem Compass? Ist das... Das ist meine Map. Ist nicht mein Compass. Marker, ich will nichts marken. Ach, da oben. Ja, man kann ja auch mal völlig blind sein. Okay, stimmt. Den habe ich genau unter der Facecam. Aber da ich die Facecam immer so meide, da reinzugucken als schüchterner Bub, sehe ich sowas natürlich auch nicht, wenn es sich direkt darunter befindet. Alter, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier langsam bewegen muss oder ob ich einfach mutig... Wir werden es sehen, wenn ich sterbe, ne? Würde ich sagen. Alter, kann ich hier irgendwas öffnen? Ich glaube, ich wollte eben sagen, ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gesagt habe, mit der Sprachausgabe. Ich weiß nicht, ob das andere hingekriegt haben, das wenigstens auf Englisch... Englisch zu stellen? Ich hab's nicht hingekriegt. Kann ich hier drunter? Ja, das ist nice. Das ist nice. Ich говорил, да уж, легкая работа. Сторожи хрен знает, что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. Finde ich schon mal cool. Aber nur solange es klappt. So. Das ist jetzt die Frage, wie... Ja, das ist gar nicht... Wo ist der zweite jetzt hin? Scheiße. Das ist doch Bockmist. Das ist doch Bockmist. Einfach... Was, was, was?
Anzeige, fühl dich doch nicht. Bist du gerade richtig Bosch? Okay, jetzt verstehe ich. Der Typ ist fucking in der Nähe, ey. Aha. Ja. Alter, da füllt sich die Anzeige, obwohl die... Ja, ohne dass wir es ausprobieren... Ach, hier komme ich nicht rein. Okay. Ey, wow, ganz ruhig, Brauner. Alter. Das ist eine echte Kackposition. Hi. Hi, Joachim. Das ist... Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Techniken. Techniken bin ich. Еще тут электрощит 32А. Ну, знаете такое? У нас там электричество вырубило. Электрик, говоришь? А ну, пропуск покажи. Он тебе не верит. Self sent me. Oliver takes them down. Alter, was ist das denn jetzt schon für eine Kacke? Maybe we come to an... Also entweder wir können uns hier einigen, der Colonel hat mich geschickt, oder Oliver, mach's platt. Alter. Long shot. Every soldier should be afraid to their commanding officers. I can probably reason with them. Oh, weiß ich nicht, Mann. Eigentlich verrate ich mich ja gerade. Ich glaube, das wird scheiße sein. Что от вас того же, Влады? А, так ты пропуск забыл. Он тебя подозревает. Ага, так и есть. И начальству об этом знать не обязательно. А, окей. Ладно, вали куда шел. Ja. Was ist mit dem? Ach so. Du bist schon der freundliche Gesell. Mal lang, ne? Da. Спускаемся оттуда прямиком на станцию. Powerplant, die Kraftpflanze? Das übersetze ich ja wohl irgendwie falsch. Was ist das? Dann lass mit dir reden. Ist ja geil, Herr Counter. Check. Ah, okay. 3, 6, да. Так себе, конечно. Но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Ja, was ist denn jetzt Ambach, Leute? Nochmal reden? Achso. Soundkulisse mag ich hier voll in dem Game bis jetzt. Я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. Ja, runter mit dir. Alter, ist der da cool. Das kann doch nicht sein Ernst sein. So jump ich da nicht runter, Freunde. Okay, das hat ja kaum Sound gemacht. Schalldämpferfüße. Diagnose Schalldämpferfüße. Ah, okay. Genau, ich lasse das Ding mal ausgerüstet. Navigate to... Wie kann ich denn da durch? Guck mal, ich kann zu irgendetwas navigieren, steht da drunter. Ja, wartet ihr mal. Vielleicht finde ich hier ja noch was Tolles. Electronical Parts. Der Survivalist. Container? Viel zu viel Strahlung. Weg! Ich weiß nicht, was zu viel ist. Ich. Alter. Ah, Hallöchen. Flammables. Flammables. Flammables.
А еще его охранять половина армии Норд. Конечно, нет проблем. Ты сюда лан? Ich gehe hier lang. Прибавку сделаешь, а? Мы еще далеко. Ну, мы купим, Leute. Частного четвертого реактора. Сосредоточься, Антон. Hier ist wenig Strahlung. Da, wo ihr hinläuft, ist viel Strahlung, Leute. Nee, doch nicht. Okay. Ich lüge gerade. Alles gut, Leute. Alles gut. Was ist das denn? Radiation ist nicht ganz so groß. Bросайте его, спасайте сами. Здесь. Эй, откройте дверь! Выпустите меня! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен пойти туда и открыть дверь вручную. Ach du Scheiße, okay. Wir können dann so auch in die Vergangenheit blicken. Okay, irgendjemand hat wohl hier diese Leitung, diese Ventile geöffnet. Und dann ist hier, ja, die Radioaktivität ausgebrochen. Haben die jetzt eben gesagt, dass wir wirklich in einem Atomkraftwerk? Was klingt irgendwie so, ne? Was ist denn mit dir? Kann ich dich schubsen? Kann ich mit dir reden? Du hast schönes Leben noch, ja, dann mache ich den Rest alleine. Ich sehe zwei Охранников. Черт. Ненавижу эти спецоперации. Ну хорошо. Начинаем в стиле спецназа, да? Антон, бери левого. А я позабочусь о втором. Оливер, да я это сделаю. Ладно, дело твое. Я тебя прикрою. Слезы под дождем. Tears in the rain. Leute, ich sehe gerade gar keinen davon. Weiß noch nicht mal, wo ich mich dann hin verpieseln soll. Ja, aber worauf wartet? Er растет. Ты уверен, что не рванет? Да откуда мне знать? Я солдат, а не умник в белом халате. Здесь все еще 5 бар. Это же хорошо так. И утечки нет. Давай доложим сержанту, что тут все чисто. Рано еще. У нас четкий приказ. Уровень должен быть 3 бар. Надо искать утечку. Ты же должен был взять на себя второго. Того, что справа. Wer ich? Ich hab doch gar keine Waffe. Was soll ich mit dem machen? Ist das dein Ernst? Ich probiere mal, den irgendwie K.O. zu hauen können. Warte mal, Formelie? So, soll ich das da mal weglegen? Okay, okay, okay. Aha. Ja, krass, Alter. Und ihr beide habt Waffen, aber ich sollte das machen. Das sehe ich richtig, ne? Jo, voll geil, ey. Ihr Stinkepuper. Der hatte auch keine Waffe. Schade. Schade, Marmelade. Lass mich mal mit dem Geigerzähler voran. Ach so, du bist schon da. Reaktoren. Давно не виделись. Последний раз я тут был, когда плавился реактор четвертого блока. И... Эй, в этот раз давай без ядерной катастрофы, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить. Работает ли кнопка AZ-5? Okay, der eine erzählte, als er das letzte Mal hier war, sind halt 4 Tanks weggeschmolzen. Und wir sollen jetzt nach irgendeinem Knopf suchen, der noch irgendwie funktioniert. Da ist ein Knopf. Ich sehe es, Leute. Leute, ich hab's. Da, ein Knopf, da ist er. Что, почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? I heard Tatjana find an excuse. I cannot press a button. Ah, müsste eine Halluzination sein. Ich kann den Knopf nicht drücken oder I won't press. Ich werde ihn nicht. Ah, okay, Alter. Ja, ich glaube, ich mach das mal. Das ist wirklich irgendwie so gerade das Mittelding. Просто системы не реагируют как надо, и мы не можем спровоцировать еще один взрыв. Новую катастрофу. Дерьмо.
Это же был твой план с самого начала. Что теперь? Я? Я не знаю. Надо проникнуть в помещение реактора как-то иначе. О боже, черт! Ладно, хорошо. Придется делать это жестко. Выдвигаемся, Антон. Вперед! Okay. В помещение реактора. Genau, wir gehen jetzt in den Reaktorraum. Weil ich halt gesagt habe, hier kann ich das nicht machen. Ich weiß nicht, ich weiß doch nicht, was wäre passiert, wenn ich es gedrückt hätte. Ich bin völlig neu hier in der. In der Kackflitsche. Wie schnell waren die denn jetzt auf einmal? Alter, ihr seid schon verseucht! Komm ich irgendwo rein? Oh, ich höre es, ich trage Stöckelstuhe. Stöckelschuhe, ich kann nicht so schnell. Leute, ich höre es. Черт, нужно было тебе нажать на ту кнопку. А что с радиацией? Ничего, по нулям. Все будет хорошо. Это what? Ладно, парни. Но не ведите меня, если начнет светиться или лишняя паранойя. Останусь-ка я здесь. Один в темноте и в безопасности. Nee, Alter. Shit. Alter, krass. Was nehme ich da jetzt? Боишься, что хвостик вырастет? Да нет. Как оно работает? Это устройство создает трансцендент биационное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множества колобиялов модифицируется в антидеоситерном пространстве. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Что? Искривляет пространство и время. И требует невероятного количества энергии. Я. А черный булит — ее бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей из плохого фильма. Это технология. Поможет мне найти ее. О! Мою невесту, она пропала здесь, в Чернобыле, 30 лет назад. Да, полная бедина. У нас совсем нет времени на подобную чушь. Alter, what? О боже! Оливер! На помощь! О, God damn! Alter, what? Что? Татьяна? Okay, ich weiß nicht. Doch, ich kann jetzt gerade ganz kurz reden. Also, das Ende habe ich gecheckt. Das, was er da rausgenommen hat, dieses Zeug nennt man dann wohl Chernobylite, und das ist dieses Zeug, was dann wahrscheinlich bei der Reaktorschmelze da in Tschernobyl als irgendwie Endprodukt noch übrig geblieben ist. Und damit kann man. Oliver! Oliver, черт, где ты? Und damit kann man halt Wurmlöcher öffnen, die dann. Зима была такой долгой, холодной и темной. Мурманск. Я ненавидела этот город. Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы и дни разлуки. Так далеко от тебя. Сейчас легко вспоминать, как я пережила ее. Das ist so eine Sache, die check ich gerade nicht. Also, der hatte denen dann gesagt, er wurde einfach von einem Finanzier beauftragt, hier hinzukommen und eine verschwundene Person wiederzufinden. Allerdings check ich dann nicht genau, warum wir dann so Effekte haben von irgendeiner Dame. Die hat ja jetzt gerade auch irgendwie gesagt, sie steckt hier irgendwie drin fest, ne? Ist das irgendwie, dass wir wirklich auch eine verloren haben, die bei dieser Technologie in irgendeinem Wurmloch feststeckt? Ist auf jeden Fall eine lustige, eine relativ kreative Variante der Vorstellung, wie ein Wurmloch irgendwie aussieht. Ach du Scheiße. Du heilige Ballscherik, Scheiße. Ach, da ist er, okay.
Бруда? Черт побери, Игорь. Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Да что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это трансцендент-биакционная проекция пространственно-временного континуума. Вот дерьмо, только не начинай опять. Нет, никакой научной лабуды. Прекрати, это у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не где или когда, мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход? А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Ай, черт. Моя рука так болит. Сломана. Я убью тебя, ты. Ублюдок в черной маске. За Антона. Ага, окей. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so irgendwie verstanden habt, was da jetzt irgendwie vorging. Also die haben kurz über den Typen gesprochen, der uns da halt angegriffen hat. Und der eine meinte, das ist irgendwie ein Stalker, der halt auch von irgendeiner anderen Zeit, Ort, Ebene da irgendwie hingelangt ist und sich teleportieren konnte. Genau, und ich fand den Spruch eigentlich ziemlich cool, als er da gefragt hat, wo sind wir hier gerade? Und irgendwie und unser Typ hier irgendwie geantwortet hat, wir sind nirgendwo und überall zugleich. Fand ich irgendwie eine coole Umschreibung, Beschreibung. Nichts aussagende, schlabberschlonzige. Hatte ich jetzt ein bisschen Schiss, ob das hier abschmiert, ist ja ein Early Access. Okay, Tschernobyl, Morning, Tag 1. Oh, ist das geil, ich habe keine Waffen. Bah, ist das geil, ich habe keine Waffen. Okay, ich sehe da oben auf dem Kompass, wir müssen in die Richtung 93 Meter. Machen wir auch, aber nicht mehr jetzt. Ich glaube, das... Ist das geil? Ist das geil? Das ist richtig geil. Okay. Lieber Zuschauer, ich danke dir für deine... Wie sage ich das nochmal immer? Das ist jetzt schon so lange her. Ach so, lieber Zuschauer, ich danke dir für deine ungeteilte Aufmerksamkeit. So sage ich das immer. Ja, mein Name ist Tibor und ich bin verflucht noch eins raus aus dieser Nummer. Ciao!